Herzlich willkommen zu meinem Blog. Ich habe euch ja versprochen, ich nehme euch mit beim Umzug in das neue Studio. Und ja, ich werde den Blog mit meinem Handy drehen, weil das Handy habe ich immer mit dabei. Und ja, wie du siehst, ich habe auch schon gepackt. Es sind die ersten Kartons da. Ich habe auch mit dem Abbauen begonnen und es ist doch viel, viel zu machen. Morgen bekomme ich die neuen Schlüssel für das neue Studio. Ich bin schon so aufgeregt und freue mich. Und ich freue mich, dass du auch mit dabei bist. Ich habe mir immer gefragt, wo lagere ich denn meine ganzen Sachen? Und ja, hier in diesem Chaos im Kellerabteil ist alles, was ich nicht so oft verwende. Jetzt muss ich mal die Hänseltasche raussuchen für die Hänselblitze. Und ich habe noch ein leeres Karton hier entdeckt. Das werde ich auch gleich mitnehmen und das auch gleich füllen. Dann ist nur, wie komme ich denn daran? Okay, das sind die von Ellington Blitze sind auch da. Die sind da drüben, die muss ich da rausholen. Und irgendwo hier, ja, da ist die Hänseltasche. So, die muss ich jetzt da irgendwie rausholen. Ich habe es geschafft. Ich bin irgendwie in das Chaos hier reingekommen, habe die Hänseltasche schon rausgeholt und jetzt habe ich hier entdeckt, diese coole Schulbank. Die sieht doch mega cool aus. Die habe ich vor 2 Jahren verwendet für die Einschulungsfotoshootings. Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall wieder welche machen. Einfach aus dem Grund, weil meine Tochter auch in die erste Klasse kommt und natürlich werde ich das noch auf irgendeine kreative Art und Weise festhalten. Ich überlege noch, was ich machen werde. Lange Zeit habe ich ja nicht mehr, aber vielleicht kommt die wieder im Einsatz. So, jetzt versuche ich, darüber zu kommen. So, ich mache für heute Schluss. Ich habe jetzt einige Sachen zusammengepackt. Werde morgen weitermachen. Morgen hat mir einige Umzugskartons kaufen und da muss ich auch noch hier oben das hier abbauen. Das ist noch einiges. Es ist noch ganz viel zu machen. Und ja, es ist 16 Uhr, ich habe noch nichts gegessen. Deswegen für heute mal Schluss. So, herzlich willkommen zu Tag 2 von meinem Blog. Wie du siehst, habe ich heute die Schlüssel bis ins Studio bekommen und jetzt gehen wir gleich hinein. So. Herzlich willkommen. Ja, wie du siehst, das ist es. Ich hätte gleich diese Seite, also wirklich schön mit Fenster, zu viel Tageslicht, obwohl das Tageslicht gar nicht wichtig ist. Einfach aus dem Grund, weil ich ja eben Blitz fotografiere, da brauche ich nicht mehr Tageslicht. Aber es ist wunderschön hell. Auf dieser Seite, hier rauf, kommen die großen Papierhintergrundrollen. Also die vier Farben, was ich habe, schwarz, beige, grau und weiß. Ja, und jetzt hier drüben in dieser Ecke kommt eine Küchenzeile inklusive Wickelplatz und einen kleinen Tisch noch dazu. Und wir gehen gleich weiter. Hier drüben kommt die Couch, auch mit noch einem kleinen Beistelltisch dabei. Und hier sind dann die anderen Hintergründe für also die kleineren für Kekse und so weiter im Übung. So, das ist der Plan hier drüben. Die Ecke habe ich nicht gezeigt. In dieser Ecke wird der Computertisch sein, wo die Fotos bearbeitet werden. Und dann noch ein kleiner Platz hier für meine kleinen Welten. Da wird nämlich jetzt auch immer mit dabei sein. Und ja. Und in dieser Wand hier, diese Wand, sie wird gespiegelt. Das heißt, wird ein ganz großer Spiegel da sein, auf den freue ich mich schon riesig. Und hier drüben geht es zum Abstellraum, wo ich die ganzen Props und so weiter lagern kann. Das Tolle ist, es geht wirklich ganz in die Höhe. Also wirklich mega viel Platz zum Verstauen. Und ich habe wieder ein Kellerabteil, wo ich wieder ein Chaos hinterlassen kann unten. Auf den freue ich mich auch. Also das heißt, ich weiß, wohin mit meinem Chaos. Ja, und hier ein WC. Ein WC wie jedes andere. Hier kommen aber noch ganz viele Details rein, was ich dir nachher alles zeigen werde. Ja, das ist es eigentlich schon. Das ist mein neues Studio. Kannst du es dir schon vorstellen, wie es ausschauen wird, wenn alles fertig ist? Auf jeden Fall freue ich mich riesig, wenn du mit dran bleibst und mich bei dem Umzug begleitest. Jetzt habe ich auch die Frage bekommen, wie groß ist denn das Studio? Also das ist der Plan. Hier bin ich vorhin reingegangen und ja, Geschäftsfläche hat eine Quadratur von 48,5 Quadratmeter. Dann gibt es hier noch einen kleinen Vorraum, wo der Spiegel hinkommen wird mit 2,5, Abstellraum mit 4 und die Fliesen, das WC meine ich, mit 3 Quadratmeter. So, das ist der Tag 3 und ja, ich will mal den alten Atelier weiterpacken. Also ist schon eigentlich alles gepackt, hier oben auch die Hintergründe runtergenommen und hier drüben, also im Abstellraum, sind auch schon alles Sachen abgebaut, liegt alles abholbereit für den Transport. Jetzt muss ich noch den Kellerabteil machen. Wenn der Kellerabteil fertig ist, dann genau,
muss noch der Transportwagen kommen, es kann losgehen. Und drüben im neuen Studio werde ich alles nach und nach fertig machen. Das werde ich jetzt einfach nicht mehr. Also planmäßig war es so, das Studio ist fertig, ich ziehe rüber und ich habe alles toll. Hat leider nicht so funktioniert, Corona und hin und her. Und deswegen werde ich jetzt im neuen Studio einfach alles nach und nach fertig machen, fertig aufbauen und so weiter. Das heißt, es wird sich das Ganze etwas in die Länge ziehen. Aber Hauptsache, es wird fertig. Das ist ja mal das Wichtigste und ich kann es kaum erwarten, euch dann wirklich alles zu zeigen, wenn es fertig ist. Also so einfach einen Vlog zu machen, ist es gar nicht. Ich vergiss ständig zwischendurch aufzunehmen. Und jetzt bin ich ja schon hier. Ich hatte Unterstützung von zwei ganz tollen Männern, die mir geholfen haben, alle Sachen vom Atelier hierher rüberzubringen. Und ja, wie du siehst, es ist... Ach, die Galerie. Für die Galeriesockel habe ich auch endlich hergebracht. Das sind für die Spendenaktion. Da gibt es eh bald auch die ganzen Infos dazu. Und... Ja, es geht langsam wird es vorangehen, es sind auch alte Sachen alle mit hier dabei. Es dauert einfach die Sachen, was ich bestellt habe, die neuen Sachen mit der Lieferung. Also es wird alles mit nach und nach fertig sein. Und jetzt ist mal nur wichtig, dass ich mal alles aufbaue, damit die ersten Fotoshootings stattfinden können. Allerdings werde ich das heute nicht mehr machen. Ich werde das morgen weitermachen. Heute ist Sonntag und jetzt noch ein bisschen Familienzeit. Wundervollen guten Morgen. Wir kommen zum nächsten Tag und ich befinde mich gerade im Abstellraum, denn heute soll das fertig gemacht werden, damit ich die Props und so weiter alles wieder, also wieder alles in den Platz findet. Und ich drehe mal die Kamera um, dann kann ich dir alles besser zeigen. So, wie du siehst, hier soll das Regal hin. Natürlich der Stromkasten soll noch bleiben, dass man hingreifen kann. Allerdings wird noch jemand kommen, hier diese 50 Meter Kabeln, keine Ahnung, wieso ich da so viel bekommen habe. Das wird abgeschnitten und ja, dann wird hier das Regal stehen, den ganzen Props. Die Laden, die werde ich doch noch hier rüber bringen, damit ich auf der Seite die Babybauchkleider aufhängen kann. Und ja, es kann losgehen. Mein Regal steht. Ja, zumindest der erste Teil davon. Ich drehe mal die Kamera um, damit ich es dir zeigen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich es zu hoch gemacht habe. Hier unten kommen ja noch die Laden hin. Da oben kann ich ja auch was lagern. Aber das Gute ist bei dem Regal, ich kann die Höhe immer hin und her schieben, nach oben, nach unten schieben, wie es mir passt. Also lasse ich das jetzt erst einmal so und schaue, ob ich damit klarkomme oder ob ich es irgendwann in Zukunft dann doch verschiebe. So, und das ist der aktuelle Stand. Es wird nicht so bleiben. Also du siehst, es geht ganz bis hinauf, das ist schon mal toll, aber was mir noch fehlt, sind einfach in dieser Ecke, also diese Ecke wird nicht so bleiben, da werde ich noch solche Regale kaufen, die sind vom Ikea, ich muss schauen, ob sie noch die gleichen haben, weil ich brauche ja noch ganz viel Platz für meine ganzen Decken und die Keksmischdeko und so weiter und das soll eigentlich alles hier rauf und die Hintergründe, da werde ich eine Lösung suchen, dass sie mir hierher kommen, also da neben der Heizung. Und ja, aber ansonsten, die Seite sieht schon mal sehr gut aus. Es ist nach 20 Uhr, Mittwoch und ich habe schon einiges fertig gemacht heute. Ich drehe mal die Kamera um und zeige dir den aktuellen Stand. Denn morgen, am Donnerstag, kommt das YouTube-Video online und das nächste Video, was ich dann erst wieder drehen werde, ist, wenn wirklich alles fertig ist. Wenn die Küche gekommen ist, wenn die Couch da ist und so weiter. Aber jetzt mal den aktuellen Stand, was ich bis jetzt mal erreicht habe. So, wie du siehst, die Umzugskartons sind schon ausgepackt, fast alle ausgepackt. Die müssen noch weggeräumt werden. Die Galeriesockel liegen da. Hier kommt ja später die Couch. Und hier habe ich schon aufgestellt die Hintergrundständer. Die Blitzer, die liegen noch da. Hier habe ich ganz neue, ich habe es noch nicht ausgepackt, ich freue mich schon drauf, von hintergrund.com, glaube ich, heißen die. Ich tue es nochmal genau hinschreiben, den Link. Habe ich zugeschickt bekommen, ganz neue Hintergründe, ich kann es kaum erwarten, die auszupacken. Und ja, der Computertisch kommt dann morgen, die müssen auch noch an die Wand gehängt werden und das wird ja auch alles noch ersetzt. Also wie du siehst, hier ist noch sehr, sehr viel zu machen und hier der Abstellraum, ich habe einfach zu wenig Platz. Das ist der momentane Stand. Also ich habe wirklich zu wenig Stauraum, ich brauche mehr Stauraum und das hier wird komplett weg sein, also das wird dann in der Küche sein. Die Keksmisch-Sachen werde ich in der Küche verstauen und da werden noch, also es wird noch ein bisschen besser ausschauen, wenn das dann alles fertig ist. Ja, am WC gibt es noch nichts Neues. Das kommt aber bald, auch was Schönes. So, wie du siehst, es ist doch noch einiges zu machen.
Das nächste Video wird eine Roomtour sein, wenn alles fertig ist, dann erkläre ich alles ganz genau. Und am Samstag habe ich schon das erste Fotoshooting, allerdings reichen mir da die zwei Hintergrundständer, weil es ein Keksmehl-Shooting ist, da reichen mir die kleinen Hintergründe. Und ja, ich bin mega gespannt auf deine Meinung, auf dein Feedback, schreibe es mir lieben gern in die Kommentare, vor allem auch, ob ich wieder mal so eine Art Blog machen soll, wo ich euch einfach ein bisschen länger mitnehme. Ja, das würde mich sehr interessieren und danke dir herzlich fürs Zuschauen, auch dass du bis zum Schluss zugeschaut hast. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend, Tag, je nachdem, wann du das Video anschaust und bis bald.